Das Unternehmen, bereits 1919 gegründet, stellte damals Drehmaschinen her. Derzeit ist Rasoma in mehreren Geschäftsfeldern tätig. Maschinenbau, Sondermaschinenbau, Handlingstechnik, Verkettungseinrichtungen und Dienstleistungen. Dazu gehört auch die Fertigung von Bauteilen für verschiedene Kunden auf CNC-Bearbeitungsmaschinen, die in der Firma selbst entwickelt und gebaut wurden. Weitsichtige Investitionen wie dieses moderne Bearbeitungszentrum, hier gerade im Aufbau und bei der Erprobung, schaffen technische Voraussetzungen, um in anderen Geschäftsfeldern weiterhin Spitzenqualität anbieten zu können. Technische Neuerungen sind Weichenstellungen für die Zukunft. Vor allem, weil das Engagement der gut ausgebildeten Rasoma-Mannschaft die stetige Entwicklung des Unternehmens nachhaltig befördert. Kompetenz und Flexibilität im Kernbereich Entwicklung und Fertigung CNC-gesteuerter Maschinen und im Bereich des Werkstücktransports, der Automatisierung sowie der Speichersysteme ermöglichen den Zugang zu verschiedenen und neuen Märkten. Anwenderbezogene Lösungen gelten als Markenzeichen, um einen immer breiter werdenden Kundenkreis zu erreichen.